Oh, SpongeBob! Zeit zum Aufstehen! Oh, morgen, Mr. Krabs. Ich glaube, ich habe eine Lösung für dein Dachproblem gefunden, Minion. Jetzt kannst du kochen, auch wenn du da oben bleiben musst. Dankeschön, Mr. Krabs. Und jetzt fang an, mein Geld zu verdienen. Oh, Grilli, ich dachte schon, ich sehe dich nie wieder. Irgendwas stimmt aber immer noch nicht. Perfekt, genau wie in meiner alten Küche. Ich bin bereit. Thaddäus, Bestellung ist fertig. Oh Mann, ich bin ja noch hier oben. Wie kriege ich diese Burger zur Kundschaft runter? Genau. Ich will einen Krabbenburger und zwar ziemlich zügig, sonst geht's lange. Bleiben Sie ruhig, ja? Wir können uns doch sicher irgendwie einigen und zwar ohne Gewalt oder Geld zurück. Hey, seht mal, es regnet Krabbenburger. Safe. Ich nehme einen Krabbenburger und was zu trinken, bitte. Der ist kalt. Ich habe für warmes Essen bezahlt. Aber vielleicht bekommen wir sie ja da oben wärmer. Rauf aufs Dach! Boah, ich mache schon ein bisschen Platz hier. Weißt du, Minion, also zuerst dachte ich, du wärst bloß so ein weichkeksiger, weinerlicher und wenig belastbarer, wirbelloser Loser. Aber dein Dachgartenrestaurant hier verschafft mir jede Menge Mäuse. Schade, dass Thaddäus nicht mitgekommen ist. Endlich herrscht hier ein wenig Stil. So könnte ich mich an die Arbeit hier gewöhnen. Oh ja. Und noch mal 10 Burger. In Ordnung, komm sofort. Regen? Aber wir sind unter Wasser. Bleiben Sie doch hier. So ein bisschen Wind ist doch nicht schlimm, oder? Sehr gut, Minion. Wirklich ein Prachtkittchen. Hey, was suchen diese ganzen Zellenbewohner hier drin? Die machen mich leicht nervös. Oh, wir sind jetzt ein Burgerlokal mit Gefängnisflair. Hätten Sie nicht Lust auf unseren neuen Kittchenburger? Serviert in der schicken Einzelhaftbox. Mit eigener Insassennummer und ein paar Spielzeughandschellen. Wow. Der sieht lecker aus. Ist der auch. In der Kostenkrabbe könnt ihr euren Kohldampf einkerkern und den Schlüssel wegwerfen. Krise abgewehrt. Okay, es ist Zeit, Plankton aus dem Loch rauszulassen. Entstöpsel dich, Minion. Schon entstöpselt. Reiß dich gefälligst zusammen, Häftling. Ich habe eine neue Zelle für dich. Hey, die Post ist da, Leute. Okay, mal sehen. Zähnchen. Hui. Vier Auge. Lefty. Fresssack. Fingerchen. Einstein.
Deni, Schafskis, Bingo, Bommi, Wubi, Bubi, Ed, Tom, Zinkerschieder, Stinky. Kein Problem, Jungs. Frau Wachtmeisterin. Mr. Krabs, Ihr erster Häftling hat seine Strafe abgesessen. Plankton wird heute entlassen. Was? Aber ich habe noch so viele Strafmaßnahmen für ihn. Viel Spaß mit deinem planktonfreien Gefängnis, Eugene. Ich hoffe, es ist den Preis wert, den du dafür zahlst. Den ich dafür zahle? Was soll das bitte bedeuten? Trautes Heimglück allein? Mehr Marshmallows für deinen heißen Kakao, Wabbe? SpongeBob, was soll das denn bitte? Hast du überhaupt eine Ahnung, wie viel es kostet, ein Gefängnis mit Nächstenliebe zu leiten? Diese Daunenbettdecken, die sind zweilagig. Das hier ist kein Luxushotel. Die Fernseher gibt es nicht gratis. Und diese Massagesessel auch nicht. Und das ist zum Seeteufel das kostspieligste von allem. Ab sofort gibt's keine Burger mehr für die Häftlinge. Ja, schlaf ist unrecht bei morgen fallen! Und es gibt auch keine Tomaten mehr. Komm, Schatz, suchen wir uns ein anderes Gefängnis zum Essen. Meine Abzocke. Nein, bleiben Sie doch bitte. Ich kann es mir nicht leisten, meine zahlenden Kunden zu verlieren. Oh, ich bin ruiniert. Was machst du denn da? Krabbenburger braten natürlich. Oh nein, du hast deinen letzten Krabbenburger gebraten. Meinen Sie damit für heute Vormittag? Nein, das war's. Meinen Sie damit, das war's schon für heute? Nein, ich meine damit, das war's endgültig. Schluss aus, du bist gefeuert. Gefeuert? Aber ich kann dich wieder einstellen. Oh, bitte stellen Sie mich wieder ein, Mr. Krabs. Ich tue auch alles für Sie. Gut, dann komm mit. Das schmeckt klasse. Aua, verwünscht, erneut gescheitert. Aua. Sie machen aus der großen Krabbe so eine Art Museum? Ja, ganz genau, mein Junge. Denn das hier ist nun alles Geschichte. Aber du hast hier jetzt den wichtigsten Job überhaupt. Du führst die Leute herum und verkaufst den ganzen Plunder hier im Shop. Aber wenn jemand einen Krabbenburger will... Aber wir haben jede Menge Krabbenburger, da sind sie doch. Im Kühlregal natürlich. Ding. Siehst du, die Museumsbesucher können sich ihre Krabbenburger selbst zubereiten. Geht ganz einfach. Geht schnell und ist bequem, siehst du. Und was ist mit mir? Mach dir keine Sorgen, Thaddäus. Du bist gefeuert. Ach, und ich bekomme in Ihrem neuen Museum etwa keinen Job? Nein, du bist bloß gefeuert. Was? Ich lass mich von Ihnen nicht feuern. Ich kündige. Ich habe sogar mein Kündigungsschreiben bei mir. Sehr geehrter Mr. Krabs. Haben Sie eine Eintrittskarte? Wenn nicht, muss ich Sie bitten zu gehen. Was? Wie bitte? Moment, ja. Hiermit reiche ich meine Kündigung ein und kehre diesem schwierigen Etablissement den Rücken zu. Nie mehr darf ich unter Ihrer eisernen Klute. Nun bin ich frei. Und nun kann ich endlich Balletttänzer werden. Und die erste Klarinette im Orchester von Bikini Bottom spielen. Und dann bringe ich endlich meinen ersten Mystery-Thriller heraus. Bei Anruf Arsen und Spitzendeckchen. Oh, ausgesprochen entzückend ist das hier. Schließt ihr an?
hallo. Ich heiße Sie im Krosse-Krabbe-Museum willkommen, der Originalheimat des Krabbenburgers, der nun in der Tiefkühlabteilung Ihres Supermarktes erhältlich ist. Oh, und besorgen Sie sich unbedingt ein Souvenir im Shop. Gut gemacht, Minion. Wirf dich der Zukunft in die Arme. Schuf ich die krassen Türme? Warum sollte ausgerechnet hier jemand im Hotel wohnen, mitten in der ödesten Einöde? Hier ist doch der Fisch begraben. Hier wird man nur von Quallen gestochen. Ah, sehen Sie? Oh. Kommt mit hinein. Ist es nicht wundervoll? Wo ist eigentlich das ganze neue Personal? Mein erster Hotelgast. Pass auf, wie ich den einwickeln werde. Willkommen in den großen Türmen. Unser Motto lautet, wir schlagen den Gästen in diesem Haus auch den lächerlichsten Wunsch nicht aus. Na prima, ich hätte gerne einen doppelten Krabbenburger ohne Zwiebeln und mit extra Gürkchen. Wenn Sie einen Krabbenburger möchten, müssen Sie ein Zimmer nehmen und den Zimmerservice bestellen. Oh, ich habe ja nur eine Stunde Mittag. Naja. Na, den haben Sie aber eingewickelt wie ein Profi. Na gut, Thaddeus, dann übernimmst du die Rezeption. Ich möchte einen Krabbenburger, bitte. Wie du siehst, ist das hier inzwischen ein Hotel. Wenn du einen Krabbenburger willst, musst du ein Zimmer nehmen und den Zimmerservice bestellen. Okay, ein Krabbenburger und ein Zimmer. Mit Käse. Oh, kann ich auch Käse auf den Krabbenburger haben? Patrick, du wohnst doch hier gleich um die Ecke. Wieso willst du dann in ein Hotel einchecken? Manchmal braucht man auch als Seestern-Tapetenwechsel. Wow, der Suppen hier ist wirklich piekfein, hä? Gib das her und trag dich hier ein. Ach, ich muss erst einen Test bestehen? Ich hab doch nicht studiert. Sei nicht albern. Du musst doch lediglich deinen Namen da reinschreiben. Ach so, okay. Also, wenn ich bitten dürfte, nicht hinsehen. Geschafft. Na wunderbar. Hier ist dein Zimmerschlüssel. Ich bräuchte Hilfe für meine Koffer. Wo hast du die her? Du weißt doch jetzt halt gerade eben, dass hier ein Hotel ist. Ach, hier ist ein Hotel? Au, Mann! SpongeBob! Zur Stelle, Kollege. Bring Patrick und vor allem seine Koffer in sein Zimmer. Was ist mit meinem Krabbenburger? Und dann bringst du ihm einen Krabbenburger. Thaddeus, du bringst Patricks Koffer aufs Zimmer und SpongeBob macht hurtig den Krabbenburger. Aber Mr. Krabs! Was ist los? Hast du Angst vor körperlicher Betätigung? Ich bin Thaddeus und muss für meinen Lebensunterhalt arbeiten. Na schön, los gehen wir, Patrick. Dieser Aufzug hier ist ausschließlich für Gäste bestimmt. Du nimmst den Personalaufzug. Was hast du da drin, Wackersteine? Hey, das sind Wackersteine. Warum ist dein Koffer voll mit Steinen? Misch dich nicht in meine Privatangelegenheiten. So, hier ist dein Zimmer. Wow. Ich wünsche angenehmen Aufenthalt. Hey, Moment, warte. Mach nur weiter so, mein Lieber, dann gibt's noch viel mehr davon. Mein Herr, hier ist Ihr Krabbenburger. Hey, Thaddeus, echt ein cooler Stein. Hey, warte mal kurz, SpongeBob. Hier, bitte, sehr guter Mann. Oh, sehr nett, vielen Dank. Wo das herkommt, gibt's noch einiges mehr, mein lieber Freund. Thaddeus? Was denn noch? Ich will keine Rinde auf meinem Sandwich. Das ist ein Brötchen, das hat Rinde rundherum. Wie soll ich die Rinde von dem Brötchen entfernen? Durch Schälen? Zufrieden? Zimmerservice, hier sind die 50 Krabbenburger, die Sie bestellt haben. Könntest du bitte noch eine Sache für mich tun? Wieso fragst du nicht? SpongeBob! Gute Idee, du hast recht. Was kann ich für Sie tun, Sir? Ich möchte, dass du diese Krabbenburger mit mir verspeist. Ihr Wunsch ist mir Befehl. Moment, Thaddeus, Patrick braucht Hilfe. Was? Wieso kann er nicht fragen, bevor ich diese ganzen Treppen hier runtersteige? Er hat gesagt, er wollte dich nicht belästigen, aber das habe ich ihm ausgeredet. Hurra! Danke, Kollege. Mr. Krabs, das ist doch lächerlich. Patrick ist absolut unverschämt und durchgeknallt. Leider kann er so durchgeknallt sein, wie er will. Das Motto, Thaddeus, das Motto. Aber Mr. Krabs... Schlag Gästen nie ihre Wünsche aus. Ja, hallo, Patrick. Thaddeus soll sofort zu dir hochkommen. Ist sofort bei dir. Was? Abschrubben?
wieso um alles im Meer soll ich dich abschrubben? Na, weil Mr. Krabs gesagt hat, dass du das machst. Und nun sieh zu, dass mein Rücken auch extra schön sauber wird. Jetzt reicht's, und zwar endgültig. Ach. Warte, Thaddäus, die Toilette ist schon wieder verstopft. Hey, du darfst diesen Aufzug nicht nehmen. Du bist Personal. Da sind Sie im Irrtum. Ich kündige. Kündigen? Du kannst nicht kündigen. Ach, endlich gibt's mal eine coole Kneipe, weißt du? Für Leute wie uns. Perla, du bist ein Genie. Guck dir nur das hippe Publikum an. Und vergiss Thaddäus. Der ist einfach nur altmodisch. Und du bist eine wahre Visionärin. Danke, SpongeBob. Ich habe eben den Durchblick. Ja, und wer hip ist, muss essen. Ich gehe wieder in die Küche. Das ist ja schon eine heiße Kundschaft. Aber mein Grill ist heißer. SpongeBob, an die Arbeit. Zwei Salate. Habe ich noch nie gehört, aber ich muss hip sein. Schließlich will ich nicht enden wie der alte Thaddäus. Aber was um alles in allen Weltenmeeren ist denn ein Salat? Hier bitte, zwei Salate. Ey, Pfui Plankton. Das sind auch keine Salate. Los, mach das Brötchen, das Fleisch, den Senf und den Ketchup weg. Ja, aber dann bleiben bloß Grünzeug und Tomate. Ganz genau. Alles klar. Okay. Keine Brötchen. Das ist hip. Kein Fleisch. Abgefahren. Oh ja, das ist das absolut coolste Gericht aller Zeiten. Ich finde das so cool. Zwei Salate. Das war schrecklich. Hoffentlich muss ich nie wieder in meinem Leben einen perfekten Krabbenburger derart verstümmeln. Ich glaube, das würde mir das Herz brechen. Ja! Der Grill. Bleib cool. Ich denke, du bist ein hipper Junge. Dieses fettige Zeug ist nun mal O-U-T. Out. Ist klar. Guck mal, ich habe die Speisenkarte überarbeitet. Salat und Tee. Aber wo sind die Krabbenburger? Ach, die sind doch völlig unhip. Ach ja, und den brauchst du auch nicht mehr. Aber. Ich habe sowieso einen viel cooleren Job für dich. Kumpel, kann ich dich mitnehmen? Ich bin gerade auf dem Weg zum Blödmänner-Kongress. Das ist demütigend. Ich bin Burgerbrater, verdammt. Du kannst mir meinen Pfannenwender wegnehmen. Aber wenn du mir meine Würde wegnimmst, dann werde ich stinkig. Ich gehe jetzt sofort zu Mr. Krabs ins Büro und dann sage ich ihm, was Sache ist. Hallöchen, Tadel. Wir sind bereit, uns in deinem Drei-Sterne-Restaurant verwöhnen zu lassen. Kleinen Moment, ich muss da was erklären. Was willst du erklären? Dass du Thaddäus Tentakel, der vermutlich peinlichste Volltrottel der ganzen Highschool, versuchst, uns irgendeine lausige Burgerbude als Drei-Sterne-Restaurant zu verkaufen. Ich kann sie unverzüglich platzieren. Wie hast du das alles nur geschafft? War ganz einfach, mit einem befreiten Geist. Was ist mit Krabs und Patrick? Die sind aus dem Weg. Folgen Sie mir bitte. Guten Abend, Sir. Aus unserer Abendkarte kann ich Ihnen Krabben Newburg empfehlen. Wir verwenden dazu nur luftgetrockneten Seetang, gefüllt mit frischen Gartenkräutern und eingeschlagenen Pergament. Nach 6 Stunden langsamen Garens im tönernen Holzofen der Kiva servieren wir Sie an Korallengemüse auf einer Mahagoni-Planke. Mm, das ist fantastisch. Vielen Dank, Sir. Zwickt mich mal jemand, ich glaube, ich träume. Aua! Wenn sonst noch was für dich tun kann? Ach, SpongeBob, ich kann dir gar nicht genug danken für das, was du für mich tust. Gehobener Service und Atmen ist alles, was ich kann. Es hat geklappt. Ich glaub's einfach nicht. Siegbert denkt wirklich, ich führe ein 3-Sterne-Restaurant. Und das reibe ich ihm jetzt unter die Nase. Tja, Siegbert, ich warte. Also gut, ich geb's zu. Alles ist ausgezeichnet. Das Essen, die Atmosphäre, alles tadellöser. Wenn das so ist, solltest du das hier vorlesen. Thaddäus Tentakel und das hier dabei halten. Oh, Thaddäus Tentakel hat das schickste... Noch einmal von vorne. Thaddäus Tentakel hat das schickste Restaurant in Bikini Bottom und er ist kein peinlicher Volltrottel. Yeah! Juhu!
Thaddäus, eins muss ich dir sagen. Danke sehr. Was mich wirklich überzeugt hat, ist dein famoser Oberkellner. Als ob er nur gehobenen Service im Kopf hätte. Und atmen. Wie heißen Sie, mein Bester? Wie ich heiße? Genau, mein Lieber. Philly Wellington? Nein, Ihr Namen. Die Gabel links vom Teller? Lass das, sag ihm, wie du heißt. Ich heiße... Wo ist der Name? Wo ist der Name? Ich hab hier keinen Namen. Komm, spuck's aus. Wo ist der Name? Guck mal, ich hab hier keinen Namen. Ich hab den Namen rausgeworfen. Das tut mir furchtbar leid. Ich weiß auch nicht, was in den kleinen Kerl gefahren ist. Noch Suppe für die Achselhöhle? Los, hau rein, Alte! Ja. Noch ein wenig geriebener Weichkäse, Sir. Nein! Rennt um euer Leben, Leute! Da kommt die Vorspeise! Du bist mein Hochzeitsplaner. Ich fühle mich geehrt, Mr. Krabs. Gut, das ist dein Budget. Mr. Krabs, aus diesem Dollar hole ich so viel raus, bis ihr um Gnade winselt. Bei allem Respekt vor der reizenden Braut. Möchten Sie unseren Cocktail in Rot oder doch lieber in Gelb? Tada! Und nun bitte ich das Brautpaar um die Ehegelöbnisse. Eugene, du hast alles, was ich von einem Mann je wollte. Einen Hautpanzer, absurd lange Augenstiele und die geheime Krabbenburger-Formel. Oh. Bargelder, du bist in mein Leben getreten, als ich dachte, ich müsste den Rest davon allein verbringen. Und du hast mir auf die schönstmögliche Art und Weise gezeigt, dass Geld keine Liebe kaufen kann. Sehr wohl, aber kann es Liebe schenken? Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Der Brautstrauß. Der Einmal Brautstrauß kommt sofort, Mrs. Krabs. Bitte sehr. Fangen. Nur schade, dass Plankton nicht hier sein kann. Gedacht, dass Eugene so eine Kesse Krabben so aufs Parkett legt. Ganz wie du willst, mein Schatz. Frag einfach. Verrate mir bitte die geheime Krabbenburger-Formel. Die was? Die Formel, die in deinem Herzen eingeschlossen ist. Bitte öffne dein Herz für mich, Eugene. Lass mich hinein. Oh, na gut. Für dich tue ich alles, Baby. Also, ich werde sie dir zuflüstern. Nur für den Fall, dass hier irgendjemand lange Ohren macht. Oh Mann, jetzt geht's los. Ich freue mich. Also dann, meine Süße, das ist sie. Das ist jetzt schon ein bisschen emotional für mich, weißt du? Ich habe noch nie jemandem die geheime Krabbenburger-Formel verraten. Gut, also dann. Komm schon, Krabs, trau dich, lass es alles raus. Was, Plankton? Nein, ich bin nicht Plankton, ich bin Bargelder. Deine strahlende Braut, ich bin... ich strahle doch. Du Monster! Du zerquetschst mich nicht? Ach, weißt du, ich war nun schon so lange allein und zum ersten Mal seit Ewigkeiten habe ich für jemanden etwas empfunden. Naja, für etwas. Für ein Bündel Scheine mit Lippen. Und es war natürlich viel zu schön, um wahr zu sein. Nun gut, Bargelder war vielleicht nicht echt, aber meine Gefühle waren es wirklich. Nun reiß dich mal ein bisschen zusammen, Krabs. Plankton, es war also nur ein abgekartetes Spiel für dich. Du hast nichts empfunden. Du bist ja verrückt. Ich verfisch mich von hier. Aber eines Tages wird diese Formel mir gehören. Merkst dir?
Und jetzt Vorsicht. Hey, ihr habt ja einen Autoschalter. Haben wir das? Klasse. Ich krieg dann 3 große Krabbenburger, Krabbenpommes, eine Krabbencola und 2-mal extra große Krabbenringe. Ist das Zahnpasta? Ich weiß zwar noch gar nicht, was ich davon halten soll, aber ich glaube, das ist ein Glückstreffer. Minion, wir machen einen Autoschalter auf. Ein Auto? SpongeBob, 2-mal groß, 2-mal mittel. Ich hasse meinen Job. Entschuldigen Sie bitte, ich möchte was bestellen. Ahoi, Thaddeus. Mr. Krabs, ich habe allmählich genug davon, ständig hin und her zu rennen. Das ist nämlich nicht nur anstrengend, sondern auch zeitaufwendig. Oh, Kompliment, der ganz große Wurf. Nur wie komme ich in Zukunft zu SpongeBob, um ihm all die Bestellzettel in die Hand zu drücken? Problem gelöst. Hallöchen, Thaddeus. An solchen Tagen denke ich mir immer, ich hätte wohl doch besser studiert. Wie beschafft man sich auf die einfachste Art und Weise, die es gibt, einen Krabbenburger? Man bestellt ihn hier. Ich möchte gerne einen Krabbenburger bestellen, bitte. Und zwar mit extra Geheimformel. Hallo! Ist das blöde Ding nicht an? Herr Thaddeus, hast du keine Kunden? Zumindest höre ich nichts. Oh, aber jetzt kommt einer an. Hey, hey, umdrehen, umdrehen! Einen großen Krabbenburger mit Pommes, bitte. Mit Pommes, verstanden. Ihr Essen ist sofort fertig, mein Herr. Was? Sie haben geschlossen? Was hat sie mir da nur erzählt? Bitte sehr, mein Herr, der Ketchup ist in der Tüte. Was? Hat hier jemand einen Krabbenburger bestellt? Also niemand. Na gut, dann wandert der Kram eben in den Müll. Einmal Krabbenmenü zum Mitnehmen. Reichst du es mir hoch? Na klar, Larry. Komm schon, ich glaube an dich, du schaffst das. Oder auch nicht. Mr. Krabs, ich mach mir Sorgen. Ach so, worüber denn? Weil ich nicht bis ans Fenster von Larry von Lobsters Geländeboot komme. Aha, tja, für jedes Problem gibt's eine Lösung. Bitte sehr, Problem gelöst. Hey, was soll dieser aufrührerische Aufruhr? Hey, wieso geht das nicht weiter? Wie lange sollen wir eigentlich noch warten? Wir warten hier schon seit Stunden. Ihr steht immer noch in unserer Auffahrt. Sieh dir das an. Da draußen ist eine Kundenschlange so lang wie ein Rückreisestau. Sehr schön, sehr interessant. Ich schätze, ich kann mich bald zur Ruhe setzen, wenn ich will. Herr Bürgermeister? Eugene Krabs? Ah, Herr Bürgermeister! In der ganzen Stadt herrscht Stillstand, weil Ihr Autoschalter so langsam ist. Tja, machen Sie sich keine Sorgen, Herr Bürgermeister. Auch dafür gibt's eine Lösung. Bitte sehr, damit hätten wir 2 Autoschalter, 2 Schlangen und ich verdiene mein Geld 2-mal so schnell. Hey. Das hört sich perfekt an. Okay, wer bekommt den Doppelkrabbenburger mit extra Käse? Bestellung. Geht los. Und weil ich hier sind noch 26 Bestellungen. Ja. 26 Essen sind da. Nein, nicht für das Fenster, für das andere. Bist du dir wirklich sicher? Die Kunden hier sehen alle unglaublich hungrig aus. Ach, und wir nicht, oder wie? Ach, sie sind überall. Mr. Krabs. Geht weg! Nehmt Thaddeus, nicht mich! Oh, hi Thaddeus. Wir müssen ganz schnell was tun, Chef. Die Leute sind wahnsinnig vor Hunger. Sie fangen schon an, durchzudrehen. Er hat ausnahmsweise recht. Jetzt mal ganz ruhig, Jungs. Vielleicht steigert ihr euch da ein bisschen zu sehr rein. Ich meine, durchdrehen sieht anders aus, oder? Okay. Keine Panik, ich krieg das hin. Noch mehr Autoschalter, noch mehr Geld. Hey, ist da jemand Kartoffelchips? Alles nicht so schlimm, Chef. Das können wir reparieren. Wir müssten vielleicht noch ein paar Tuben kaufen. Sie lassen SpongeBob hier dekorieren? Erinnern Sie sich noch an die anderen Anlässe, zu denen er dekoriert hat?
Bist du öfter hier? Okay, machst du das dann? Nö. Dann halt die Fressluke. Gut, ich mache meine Wörterschotten dicht, Sir. Geld, Sir. Gute Arbeit, Jung. Was, das ist alles? Dekoration erledigt. Wachschutz. Erledigt. Wir wollen Krabbenburger. Okay, sperrt die Lauscher auf. Diese Leute sind aus der ganzen Gegend hierher gekommen, weil sie meine Burger so gern mögen. Daher legt sich jeder Angestellte heute besonders ins Zeug. Kriegst du irgendwas von dem Geschwader mit? Jedes einzelne Wort, Kollege. Jedes einzelne Wort. Dann lassen wir die Leute jetzt rein und verkaufen ihnen Jubiläumskrabbenburger. Ja. Heiliger Krabbenburger, ein gefrorener Kopffüßler. Ich bin hier 0, nichts wieder draußen. Tag, Primitiver. SpongeBob, sag, bist du das? SpongeBob? Nein! Ich bin SpongeTron. Willkommen in der Zukunft. Was? Willkommen in der Zukunft. Aha, die Zukunft, also das heißt... Okay, aber was ist eigentlich los hier und warum ist alles verchromt? Na, in der Zukunft ist eben alles verchromt. Was? Ja, oh, meine Güte. Das darf nicht wahr sein, der lügt mich an. Sag die Wahrheit! Natürlich sage ich die Wahrheit, Thaddeus. Frag mal meine Klone. SpongeBob X, Y und Z. Sind die anderen Buchstaben des Alphabets auch in Benutzung? Na klar, und zwar alle 486. Die Zukunft! Die Zukunft! Die Zukunft! Die Zukunft! Danke. Jetzt pass auf! Und ihr auch! Ich gehöre nicht hierher! Das ist alles nur ein schrecklicher Irrtum! Bitte! Wir müssen irgendwas tun! Qualmfischen! Hab ich da was von Qualmfischen gehört? Tach, Petron! Ah, jetzt hört mal her. Ich sollte eigentlich gar nicht hier sein. Ich muss nach Hause in meine eigene Zeitperiode und zwar flutschzuck. Na, warum sagst du das nicht gleich? Die Zeitmaschine ist den Gang runter, gleich links. Ahaha. Ups, das war dann doch wohl eher der Dosenöffner. Versuch's mal mit der Tür rechts. Innenarchitekt gehört verprügelt. Aha, was ist das? Also, wenn SpongeBob in der Zukunft existiert, nehme ich wohl besser den anderen Weg. Die
Schiffskameraden. Willkommen in der Krabbe am Montag. Ich habe heute Geburtstag. Darf ich Ihnen zunächst... Bitte singen Sie doch das Krabbe am Montag Geburtstagslied für meine kleine Sprotte hier. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Thaddäus, könnte ich wohl kurz mit Ihnen reden? Was ist unser Motto hier in der Krabbe am Montag? Freundlicher Service mit freundlichem Gesicht. Ja, richtig, aber auch mit dem Krabbe am Montag Esprit. Ich meine, Sie wollen doch nicht ins Büro für Personalangelegenheiten. Oder? Also, wie lautet unser Motto nochmal? Freundlicher Service mit freundlichem Gesicht. Sehen Sie, es geht doch. Morgen, SpongeBob! Mr. Krabs, was machen Sie denn hier? Der Ruhestand war nicht das Richtige für mich, deshalb bin ich der neue Tellerwäscher. Okay, Minion, geh mir bitte nicht auf die Nerven. Ich wusste doch, dass Sie zurückkommen, Mr. Krabs. Ich wusste es einfach. Na dann mal zurück an die Arbeit. Ei, ei, Sir. Hör mal, ich bin nicht mehr dein Boss. Nenn mich einfach Eugene. Ei, ei, Eugene. Ahoi, Thaddäus. Ahoi, Eugene. Würde es Ihnen etwas ausmachen, diesen Tisch für mich zu säubern? Natürlich nicht, Thaddäus. Weißt du, ich habe dich noch nie so glücklich gesehen. Man beobachtet uns. Der Kerl ist eine echte Assel auf Achterdeck, hey, Taddel. Eugene, ich glaube, Sie sollten noch einmal auf Seite 20 unseres Angestelltenhandbuchs nachsehen. Ach, dieser Quatsch von Karl interessiert mich nicht. Ich würde Ihnen dringend vorschlagen, reinzusehen. Was ist das? Helfen Sie mir. Hey Leute, was gibt's denn so Wichtiges zu reden? Oh hey Karl, ich hielt es nur für meine Pflicht, Eugene auf Artikel 24 Absatz 3 des Angestelltenhandbuchs hinzuweisen. Halt stets die Kiemen und reiß dich am Riemen. Gut gemacht, Thaddäus. Was haben Sie denn mit dem echten Thaddäus angestellt? Je weniger Sie wissen, Eugene, desto besser. Was ist denn hier eigentlich los? Wo ist SpongeBob? Die Liebe hin. SpongeBob, was ist mit den Krabbenburgern passiert? Ich habe versucht, es denen zu sagen. Aber die haben mir nicht zugehört. Das ist ja pervers. Karl, ich muss dringend mit Ihnen. Ihr Wechselgeld beträgt 1,75 $. Ein vollautomatisiertes Kassensystem. Ach, nee. Hören Sie mal, Karl, was haben Sie aus meinem Restaurant gemacht? Krabbenburger vom Fließband, computergesteuerte Kasten. Sehen Sie sich doch nur um. Unsere Kunden sind zufrieden mit dem Künstlichen und dem Mittelmäßigen. Aber auch nur deshalb, weil Sie nicht wissen, was Sie da essen. Entschuldigung, meine Dame, wissen Sie, was in dem Krabbenburger drin ist, den Sie da essen? Nein. Sehen Sie das? Ohne Ihr ganzes Drumherum würde doch kein Fisch diesen Abfall essen. Was sagt er da? Abfall? Team, Sie machen sich der Vertragsverletzung schuldig. Paragraphen. Hier ist ein Paragraph für Sie. Die Leute können keine Barhocker aus Buntglas essen. Euch zeige ich, was Automatisierung heißt. Mr. Blandy, Großalarm. Ein Freidenker. Mr. Krabs, gibt's hier ein Problem? Natürlich gibt's hier ein Problem. Ich hätte den Boden geküsst, auf dem Sie gehen, Blandy. Aber wenn ich das hier sehe, möchte ich mich noch nicht mal in Ihre Richtung übergeben. Krabbenburger müssen von Hand hergestellt werden. Einer nach dem anderen. Und keinesfalls auf einem Fließband. Auweia! Die Gehaltserhöhung kann ich wohl vergessen, oder? Alles ruiniert. Wir müssen es verkaufen und können froh sein, wenn wir einen Bruchteil des Kaufpreises wiedersehen. Ich kauf's Ihnen ab zum vollen Preis. Verkauft. Ihren Vertrag brauchen wir dann wohl nicht mehr. War schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Geht mir ganz genauso, meine Herren. Und nun raus aus meinem Restaurant.